Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir überlegt, ich möchte gern in meinem Knaus noch ein kleines Regal haben. Denn da ist noch eine Stelle, da war früher mal was verbaut und da fehlt aktuell etwas. Und das stört mich ein wenig. Diese Stelle ist wirklich, ich finde sie sehr, sehr kahl. Und das Ganze stört mich so ein wenig. Die Stelle, die ich meine, ist hier neben der Küche. Hier unten ist diese kleine Steckdose und hier oben war auch ursprünglich mal irgendein Regal angebaut. Was der Vorbesitzer auch wieder ausgebaut hat. Und das fehlt mir und da hätte ich gern kein Regal mit Schiebetüren, sondern irgendwas Stylisches. Und man sieht auch hier, da sind noch Löcher von dem alten Regal. Ich habe auch noch so alte Schiebetüren, die hier drin waren. Da oben ist auch etwas. Und genau dafür nehme ich wieder meine altbewährte Methode. Ich nehme Altholz, Altlatten, leim mir die zusammen und baue daraus was Neues. Wer sich daran erinnert, ich habe ja aus Altholz mir so einen kleinen Schreibtisch gebaut. Und da habe ich Latten für zusammengeleimt. Und dasselbe habe ich auch die Tage schon einmal gemacht und habe hier über eine Tischkasse geschoben, begradigt dadurch, dass sie auch komplett rechtwinklig sind und dann komplett zusammengeleimt. Und diese alten Latten, die stammen ursprünglich aus einem Kuhstall. Und dementsprechend haben die halt auch schon richtig was mitgemacht. Die hat mir meine Freundin von der Arbeit mitgebracht. Genau aus diesem Holz möchte ich jetzt halt mir dieses Regal bauen. Und dieses Regal hat den Sinn und Zweck, dass ich dort 4 Gläser reinstellen kann, die dann zum Beispiel Unverderbliches beinhalten. Pfeffer, Salz, trockene Gewürze, die werden hier in so einem Schraubglas, können die nicht schlecht werden und über den Winter kann man sie ja mit rausnehmen. Und dann möchte ich gerne noch so ein etwas größeres Glas dran machen, welches sich dann von unten so festschrauben lässt, wo dann Kaffee für die Bialetti drin ist. Und das soll mit diesem Holz geschehen. Und jetzt bin ich gespannt, ich werde es auszwingen und jetzt mal gucken, wie es geworden ist. Das große Problem ist einfach die Kälte, die wir hier drin haben. Ich habe das jetzt verleimt, man darf Holzheim so, drauf stand 6 Grad Celsius. Ich habe den jetzt bei 4 oder 5 Grad Celsius verleimt. Dadurch sieht man halt weiße Stellen. Es kann sein, dass er nicht ganz gut hält und irgendwie erkaltet aus. Das kann passieren. Aber ich habe gedacht, probieren wir es erstmal aus. Ich habe es auch extra 4 Tage in der Zwinge gelassen. Also ich hoffe. Sieht aber schon ganz gut aus. Ja, und das soll jetzt meine Rückwand werden. Und ich denke mal, wenn das geschliffen ist, wird das richtig geil aussehen. Weil dieses Holz hat wirklich viel mitgemacht. In so einem Kuhstall, die Nägel rosten, diese Dämpfe von den Kühen, von den Ausscheidungen, das zieht alles in dieses Holz hinein. Und auch beim Schneiden hat man echt den Kuhstall gerochen. Aber das wird später verfliegen. Also man wird davon nichts mehr im Wohnwagen haben. Man hat es auch wirklich nur gerochen, als es denn durchs Schneiden warm wurde. Ja, ne, dann wollen wir das Ganze mal schleifen. Aber so scheint es schon chibi zu sein. Ich schneide das Ganze schon mal grob zu. Da muss ich nicht unnötig viel sinnloses Zeug schleifen. Boah, wie ich dieses Geschleife hasse, ne? Ich habe leider immer noch mir keinen Hobel besorgt, sonst hätte ich das ja einmal abgehobelt. Das wäre ja bei weitem einfacher gewesen und doch schneller. Aber mein Gott, zumindest meine Grundplatte ist fertig. Es sind geplant 2 Regalböden, die kommen einfach hier drauf. Die Idee von dem Regal ist folgendes. Ich habe das hier liegen, das ist meine Grundplatte. Ich glaube, so mache ich das, dass dieser Bereich hier unten ist. Das finde ich ganz schick. Aus demselben Material, was vorher hier dran war. Da werden die Böden draus gemacht. Sind natürlich jetzt noch zu lang, so und so. Und dann habe ich hier diese kleinen Gläser. Ist eigentlich viel zu groß, das Ganze. Es müsste viel schmaler. Ich wollte eigentlich nur 2 nebeneinander. Und dann sollen die hier ins Regal. Könnte ich ja 4 machen. Das ist ein etwas größeres Schraubglas. Das soll eigentlich hier so drunter. Vielleicht sogar damit. Das weiß ich noch nicht so ganz. Okay, das sieht scheiße aus. Das soll hier noch mit drunter. Hier soll den Kaffee rein. Zusätzlich habe ich diese
schwarzen Haken, die sollen hier mal dran geschraubt werden. Da sollen dann zum Beispiel die ganzen Küchentücher hingehängt werden. Dann können die auch mal abtrocknen. Dieser Haken, die habe ich schon eine ganze Zeit, denn die Idee von diesem Regal, die keimt schon sehr, sehr lange in mir. Und ursprünglich wollte ich diese Marmeladengläser unterschrauben, aber mittlerweile finde ich nicht mehr so schick. Und die sind sehr, sehr schwer. Die wiegen das Doppelte von so einem. Und mein derzeitige Grundausstattung, die ich für mein Regal haben will, diese vier Kleingläser und das große Kaffeeglas, das sind zusammen 980 Gramm. Also knapp an einem Kilo mit Kaffee drin und allem drum und dran, vielleicht da ein bisschen Salz rein, sind wir vielleicht bei 1,3 Kilo. Plus das Brett, ich glaube, das kann man, also ich denke mal, das ist in Ordnung, dass man das dort an die Wand hängt, dass man da keine Probleme mitbekommt. Ich habe noch ein paar Teile besorgen müssen, denn es hat mir ein bisschen was gefehlt, unter anderem Aluplatten. Nichtsdestotrotz, ich habe das schon mal soweit vorbereitet, die müssen noch auf Länge gebracht werden, denn ich habe das ganze Brett jetzt in der Breite von 40 auf 28 runter reduziert, die 29 sind es, dass es optisch nicht so riesig in dieser Ecke aussieht. Sehr geil. Oben passt auch. Dann können die da auch wieder rein. Also ich habe es im Prinzip so gemacht. Hier unten der Abstand zwischen Unterkantholz, Unterkante, Regalbrett ist genau Höhe Haken. Dass das irgendwie ein harmonisches Bild ergibt, dass die da drunter sitzen. Und hier habe ich jeweils 12 cm zwischen. Und auch hier von der Oberkante bis zu der Oberkante habe ich auch 12 cm. Dass das auch gleichmäßig ist. Kam durch Zufall ganz gut hin. Und ich glaube, das sieht ganz schick aus und man kann dann auch später das Glas ganz einfach hier so einstellen, wie man es muss. Jetzt ist ja die Sache, wenn das jetzt drin steht und es ist mit Gläsern gefüllt, dann kann es natürlich passieren, dass das Glas während der Fahrt rausfällt und kaputt geht. Und darum habe ich mir jetzt überlegt, auch wegen der Stabilität, wegen ein Aluminiumblech einfach hier seitlich dran schlage, entsprechend dann noch bearbeite. Und dann später mit Paracord verbinde. Und dann habe ich seitlich einen Rausfallschutz und nach vorne auch einen Rausfallschutz. Und hier unten möchte ich gar nichts haben. Den nehme ich komplett raus. Hier ist meine Ecke und dann gehe ich auch hier auf meine Ecke. Ich persönlich finde immer, es ist cool, wenn man im Wohnwagen immer wieder dieselben Materialien findet. Und dieses Aluminium, das habe ich vorne bei meiner Tür verwendet, wo ich das Stück Phenolharzplatte eingesetzt hatte, weil es weggegammelt war. Aber jetzt taucht dieses Aluminium, was eine Tür ist, auch wieder in diesem Regal auf. Und dann ist das erstmal vorteilhaft fertig. Das reicht erstmal. Das Thema ist jetzt, ich muss ja auch noch gucken, dass die Gläser nicht nach vorne auch rausfallen. Hier kommt Paracord quergespannt. Dafür muss ich jetzt allerdings wieder Löcher machen. Die teile ich mir jetzt einmal ein, bohre die einmal neu. Und dann kann ich das so entmontieren. Das Glas da rein, da möchte ich hier ganz gerne auf 2 einhaben und auf 5. Dann gehe ich jetzt hier bei, ich habe gesagt auf 2 und auf 5. Da kommt Paracord-Schnüre durch und das mache ich jetzt überall. So. Gebohrt. So. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ich habe diese Idee für dieses Regal ja sowieso schon bestimmt über ein Jahr. Und bei uns hier in der Ecke ist immer, das nennt sich Landpartie, das ist bei uns hier auf dem Schloss. Und da habe ich diese Haken gesehen, gesagt, die will ich für mein Regal haben.
Und die habe ich jetzt bestimmt schon über ein Jahr hier rumliegen. Und endlich sind sie montiert, so wie ich es haben wollte. Und diesen Paracord, den habe ich mir bei Amazon besorgt. Und eins der Pakete hiervon hat mir ein Abonnent von meiner Einkaufs- bzw. meiner Wunschliste geschickt. Dafür sehr, sehr herzlichen Dank. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Verdammt. Da ist mein Paracord, 4 mm stark. Ich habe jetzt mit 8 gerechnet, also werde ich das irgendwie trotzdem hinkriegen. Und das hier hat mir ein Abonnent geschenkt, bzw. zugeschickt. Die Teile sind total cool. Das sind Extension Cord Organizer, ja, so heißt das. Das sind im Prinzip kleine Bandschlingen, so wie hier, mit einem Haken oben dran, der sich verschließt. Und unten hat man einen Klettverschluss. Dann kann man das Ganze so öffnen. Und zum Beispiel, wenn man es braucht, man kann das ganze Kabel einfach so an die Wand hängen. Ich habe mir die mal rausgesucht, denn ich habe gedacht, so mein Wohnwagen, die Tür, hat leider keinen Aufhalter. Das heißt, wenn der Wind kommt, schlägt sie zu oder wenn du dich drin bewegst, dann klappert sie immer so ein bisschen. Ich habe da jetzt immer so ein Expandergurt hingemacht, aber jetzt zerkratzt mir die Tür und da bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, das Zeug mir mal rauszusuchen bzw. auf meine Wishlist zu setzen. Und leider, leider hat der Schenker seinen Namen nicht dabei geschrieben, der ist anonym. Also kann ich nur sagen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du mir diese zugeschickt hast. Ich freue mich da riesig drüber. Und falls du doch Bock hast auf einen Aufkleber, dann schick mir mal deinen Namen per DM oder deine Adresse und dann schicke ich dir was zu. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr auch mal auf meine Wishlist gucken möchtet, dann schaut einfach mal da oben, da oder da, je nachdem. Da taucht jetzt ein Link auf und dann kommt ihr direkt in meine Wishlist. Die gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. So, und hier habe ich jetzt Paracord in Schwarz. Paracord, der ist so richtig schön stabil und dann, nee, ich lasse das lieber zu. Wo ist denn mal so ein Anfang? Da. Und den spanne ich jetzt einfach hier so quer durch. Vielleicht mache ich es doch so, da ich ja so, dann kann man hier schön die Gläser reinstellen. So, dann ziehen wir das hier mal ein. Ich finde, das sieht echt schick aus. So, den hier durch. Zack. Ich muss es halt nur noch spannen. Genau. Und wenn ich das jetzt so... Jetzt bin ich ja tendenziell zu kurz. Jetzt müsste ich es ja eigentlich so spannen können. Aber der ist viel zu... Der ist zu stramm hier. Dieser wäre gut. Der noch nicht. Das Schöne ist, diese Knoten, die ich hier reinmache, das sind eigentlich Kreuzknoten von der Feuerwehr bzw. aus dem Segeln. Die ziehen sich unter Druck zu. Man kann sie aber ganz leicht wieder öffnen. Von daher ist ein Korrigieren jetzt gar nicht mal so schwierig. Der ist jetzt gerade zugezogen. Wenn ich den jetzt einfach so gegendrücke, dann öffnet der sich. Ein Kreuzknoten besteht im Prinzip aus so einer Schlaufe und aus so einer Schlaufe, die ineinander fassen. Super praktisch das Ganze. Hier ist einfach nochmal ziehen und jetzt mal ein bisschen mit Gewalt. Ich würde sagen, die sind gleich. Jetzt machen wir hier noch so ein bisschen Knotenkunst drum, dass das Ganze nochmal so ein bisschen gesichert ist und zusätzlich einfach. Boah, ist das stramm, Alter. Aber ich habe echt gute Arbeit geleistet. Einfach nochmal zur Sicherheit. Hier ist ein Ollen. Kabelbinder rum. Den kommt dann nochmal durch. Auch einfach zur Sicherheit. Und hier gehe ich jetzt noch bei und knote das hier noch einmal. Einmal. Zweimal so fest. In diesem Bereich gehe ich jetzt einfach bei. Ich ziehe es nochmal ein bisschen stramm und schneide das Ganze bündig mit meinem neuen Knoten ab. Da sieht man jetzt so ganz leicht den Kern rausgucken. Und das wird jetzt einfach mit dem Feuerzeug angeschmolzen, wie damals bei den Freundschaftsbändchen. Probieren wir es mal aus. Natürlich schön ein. Okay, hier ist ein bisschen zu sehr stramm. Aber...
hält. Sehr geil. So. Da Licht an. Da, da, da. So. Sehen wir auch was. Halten wir es doch einfach mal hin. Also ich finde es jetzt schon mega geil. Vor allem die Größenproportion passt hier sehr gut rein. Und auch die Optik, finde ich persönlich, passt. Da ich ja hier schlecht eine Wasserwaage nutzen kann, richte ich es einfach meine Seitenkante zu dieser Seitenkante aus. In der Hoffnung, dass es dann auch natürlich da Holz ist. Fühlt sich aber gut an. 9,3 und hier unten auch 9,3. Beim Festschrauber nehme ich hier einfach ganz normale Terrassenschrauben. Edelstahl, rostet nicht, hat eine kleine Schneidkante vorn. Damit habe ich auch schon meine Gaslampe wieder festgemacht und das hält Bombe. Also es war jetzt nicht für den Wohnwagen gedacht, speziell, sondern nicht für die Terrasse, aber super. Und die Köpfe sind so schmal, dass man die kaum sieht im Inneren. Zu guter Letzt kommen meine Gläser dort hinein. Und mein Kaffeeglas. Zack. Dann kann man auch das Geschirrtuch natürlich im besten Fall draußen hinhängen oder einfach da hinhängen. Und ich bin echt mal gespannt, wie so die erste Fahrt damit ist. Aber ihr habt ja gerade gesehen, als ich das so ein bisschen hin und her geworfen habe, da ist nichts passiert. Da war alles gut mit, weil das hier schön stabil drin ist. Man muss es ja richtig nehmen und richtig so rauskanten. Dann hat man es in der Hand, das Glas. Und dann muss man es auch wieder richtig nehmen und reinkanten. Es sei denn, man hat hier oben was drin stehen. Das ist natürlich von Oma, aber dafür sind die einfach zu hoch, dass es rausfallen könnte. Ich bin mega zufrieden damit gerade. Das Regal sieht schick aus. Es ist aus Altholz gemacht, besser gesagt aus Altholz aus einem Kuhstall. Man riecht aber nichts mehr. Also jeder, die Panik haben, man riecht die Kuh nicht. Altholz, Aluminium, schwarzmatte Haken, wie ich das hier gerne habe, und schwarzen Paracord. Das Ganze sogar so stabil, dass es nicht rausfallen kann. Jetzt mal natürlich interessiert mich, was habt ihr für Regale bei euch im Wohnwagen bzw. auch im Wohnmobil und was habt ihr so dauerhaft drauf? Was habt ihr immer so als Must-Have dabei, was man jetzt eins in diese vier Gläser einfüllen könnte? Ja. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, sowas nachzubauen, seid kreativ, nehmt alte Sachen, recycelt sie oder upcycelt sie, besser gesagt. Macht echt Spaß und ihr seht ja, sowas kommt dabei raus. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren und teilen. Das wäre das Beste, was ihr machen könnt. Damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.